Ey, was geht? Heute gucken wir uns mal 8 bizarre Jobs, die es tatsächlich gibt. Okay, lass es so sehen. Und Play. Die 8 Berufe, die wir euch in diesem Video vorstellen werden, sind so bizarr, dass man kaum glauben kann, dass es sie wirklich gibt. Ja. Aber tatsächlich existieren sie. Aber ich glaube Heute schon, haben dass wir es sie unter gibt. anderem Clowns auf dem Friedhof, Menschen, die für ihre Hautfarbe bezahlt werden, oder ein gut bezahlter Job, für den man so gar nichts können muss. Und noch vieles mehr. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir starten mit einem wirklich kuriosen Beruf, den es vor allem in den USA und auf Hawaii gibt. Selten ist, nämlich den des Dog Surfing Instructors, zu Deutsch Hundesurflehrer. Das In war eine diesem geniale Beruf Idee. macht man tatsächlich genau das, wonach es sich anhört. Man bringt Hunden bei, wie sie auf einem Surfbrett die Wellen reiten. Dabei stehen die Hundesurflehrer meist neben dem Brett und helfen den Vierbeinern, das Gleichgewicht zu halten. Belohnt werden diese dann mit einem Leckerli oder einem Spielzeug. Nun fragt ihr euch sicher, warum Hunde das Surfen lernen sollten. Tatsächlich gibt es hierfür 2 Gründe. Einerseits gibt es natürlich surfbegeisterte Herrchen und Frauchen, die ihren Vierbeiner bei der Ausübung ihres Sports dabei haben möchten und daher wollen, dass sie sicher auf dem Brett sind. Andererseits werden Hunde auch extra trainiert, damit sie an Surfwettbewerben teilnehmen können. Bei solchen Wettbewerben treten in den USA bis zu 50 Hunde gegeneinander an. Was sich vielleicht nach einem neumodischen Trend anhören mag, hat übrigens schon eine lange Tradition. Das Hundesurfen gibt es in Kalifornien und auf Hawaii nämlich schon seit den 1920er Jahren und daher gibt es sogar ganze Hundesurfschulen, in denen man dann als Dogsurfer arbeiten kann. Eine echte Ausbildung gibt es für diesen Beruf aber nicht. Aber man muss nicht nur selbst gut surfen können, sondern auch wissen, wie man mit Hunden umgeht. Auch der nächste Beruf ist einfach nur bizarr. Tatsächlich kann man beispielsweise in Deutschland oder Österreich nämlich als hauptberuflicher Eremit bzw. Einsiedler arbeiten. Jiraja, oder was? Die sich aus der Gesellschaft zurückziehen und in der Regel allein an einem abgelegenen Ort leben, um ein spirituelles Leben zu führen. Der Beruf des Eremiten hat eine lange Geschichte und geht auf das frühe Christentum zurück, als Menschen in die Wüste zogen, um Gott näher zu sein. Auch heutzutage gibt es noch einige von ihm. Ein Beispiel ist der Eremit von Saalfelden in Österreich. Hierbei handelt es sich um eine reguläre Arbeitsstelle, die von der zuständigen Verwaltung vergeben wird. Als Eremit lebt man dort in einer alten Felshöhle ohne Strom, Heizung, Internet oder fließendes Wasser. Die einzige Voraussetzung, um an diese Stelle zu kommen, ist, dass man ein ruhiger, andächtiger Mensch mit einer starken Verbindung zum christlichen Glauben ist. Der Arbeitsalltag besteht im Wesentlichen dann daraus, zu beten und mit Touristen zu sprechen, die die Höhle besuchen. Ziemlich langweilig. In Deutschland gibt es aktuell übrigens etwa 90 Eremiten. Weiter geht's mit einem wirklich schrägen Beruf, von dem ihr sicherlich noch nicht Clown? Gehört habt, nämlich Nein. dem des Trauerclowns bzw. Beerdigungsclowns. Das sind Clowns, die bei Beerdigungen und Trauerfeiern auftreten, um den Gästen Trost zu spenden und die Stimmung aufzulockern. Sie tragen dort beispielsweise Gedichte vor, singen Lieder, führen Tänze auf oder erzählen Witze. Jetzt bist du respektlos, glaube ich. Jetzt ich bist glaub, du ich weg. So verstanden. Einfach weg. Entstanden ist dieser ungewöhnliche Job aus dem Beruf des Klinikclowns, der Krankenhäuser besucht, um schwerkranke Kinder aufzumuntern. Beerdigungsclowns verzichten bei ihren Auftritten auf zu heftige Scherze und versuchen Trauernden auch in schweren Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Eine Frau, die in diesem ungewöhnlichen Beruf arbeitet, ist Birgit Sauerschell aus Lichtenfels, die als Clown Carla Knuffel auftritt. Sie ist eigentlich studierte Psychologin und ist der Meinung, dass Tränen und Humor genauso zusammengehören wie der Tod und das Leben. Den nächsten bizarren Job auf unserer Liste könnte es niemals in Deutschland geben, obwohl gerade hier Millionen von Menschen bestens für ihn qualifiziert wären.
In China kann man tatsächlich nämlich als Mietweißer arbeiten. Ja, ihr habt gerade richtig gehört. In dem asiatischen Land werden Menschen dafür bezahlt, dass sie eine helle Hautfarbe haben. Und was noch krasser ist, tatsächlich gibt es sogar eine hohe Nachfrage und daher werden ständig Menschen gesucht, die sich für ihr Weißsein bezahlen lassen. In China gibt es daher inzwischen spezialisierte Unternehmen, welche die Dienstleistung Rent a White Guy, zu Deutsch Miete einen weißen Typen, anbieten und ihre hellhäutigen Angestellten zu anderen Unternehmen schicken, damit sie dort beispielsweise am Geschäftsessen und Meetings teilnehmen oder die Firmen auf Messen repräsentieren. Die Unternehmen, die die hellhäutigen Menschen mieten, versprechen sich davon wiederum, dass sie von Geschäftspartnern und Kunden als internationaler und somit als wichtiger wahrgenommen werden. Denn viele Chinesen glauben, dass eine Firma sehr erfolgreich sein muss, wenn sie es sich leisten kann, Ausländer zu beschäftigen. Der Arbeitsalltag für einen White Guy besteht außer dem Weißsein hauptsächlich daraus, in einem schicken Anzug einen guten Eindruck zu machen. Chinesisch muss man für diesen Job übrigens nicht können. Ganz im Gegenteil, es wird sogar erwartet, dass man ausschließlich Englisch spricht. Außerdem begrüßt man Kunden und Geschäftspartner und verteilt fleißig Visitenkarten des Unternehmens, in dem man angeblich arbeitet. Kommen wir nun zu einem Job, den ihr vielleicht schon aus dem Film Der Schlussmacher mit Matthias Schweighöfer kennt, den es aber tatsächlich gibt. Denn auch in der Realität kann man in Deutschland als professioneller Schlussmacher arbeiten. Hierbei wird man, wie ihr euch sicherlich schon denken könnt, von Menschen angeheuert, welche die Beziehung mit ihrem Partner beenden wollen, dies aber nicht selbst machen möchten. Die genauen Aufgaben eines Schlussmachers können je nach Bedarf sehr unterschiedlich sein. Einige Kunden benötigen nur eine kurze Nachricht oder einen Anruf, um eine Beziehung zu beenden, während man für andere zu ihrem Partner und ihrer Partnerin fahren muss, um sich von ihnen zu trennen. Die Arbeit kann logischerweise sehr emotional sein und erfordert daher ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl. Schreibt uns bei dieser Gelegenheit übrigens gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, in einem der Berufe in diesem Video zu arbeiten. Wir sind gespannt. Weiter geht's mit dem bizarren Beruf Bikini-Stewardess. Normalerweise tragen Stewardessen in Flugzeugen ja eine Uniform und Passagiere ihre ganz normale Alltagskleidung. Bei der vietnamesischen Fluggesellschaft Vietjet Air kam der Geschäftsführer jedoch auf eine sehr ungewöhnliche Idee, um Kunden anzuziehen. Wobei das Wort anziehen in diesem Zusammenhang echt die Ironie ist. Denn tatsächlich veranstaltet die Fluggesellschaft FKK-Flüge, bei denen die Passagiere vollkommen unbekleidet in fremde Länder fliegen können. Das ist genial. Ansonsten unterscheidet sich der Job aber nicht großartig von dem einer normalen Stewardess, außer dass man neben dem Präsentieren der Sicherheitshinweise und dem Servieren von Speisen und Getränken auch noch einen exotischen Tanz lernen muss, der den Passagieren auf den Flügen vorgeführt wird. Lustig. Auch bei unserem nächsten Job wird es intim, und zwar sehr. Tatsächlich gibt es in der Filmproduktion nämlich seit einigen Jahren den Beruf des Intimitätskoordinators. Diese arbeiten bei Dreharbeiten zu Filmen und Serien mit verschiedenen Bereichen der Produktion und Ausstattung zusammen, um die Wünsche und Grenzen der Schauspieler bei Kuss- oder Intimszenen zu gewährleisten. Dabei geht es beispielsweise um die Abklärung, in welchen Blickwinkeln und mit welchen nackten Körperstellen ein Schauspieler gezeigt wird. Außerdem sprechen sie mit den Darstellern genau ab, wie und wo sie in den Szenen berührt werden dürfen. Wir müssen ausmachen, was wir davon müssen. Auf die Lippen, auf einen Mentum oder... Die Hauptaufgabe eines Intimitätskoordinators ist dabei, eine sichere und respektvolle Umgebung für die Schauspieler zu schaffen und so Grenzüberschreitungen zu verhindern. Obwohl es den Beruf erst seit einigen Jahren gibt, ist die Nachfrage riesig, da das Thema Grenzüberschreitungen in der Filmbranche seit der MeToo-Bewegung große Aufmerksamkeit erfährt. Ganz zum Schluss kommen wir nun noch zu einem Beruf, für den man eigentlich gar nichts können muss, nämlich dem des professionellen Anstehers. Ein professioneller Ansteher wird von Menschen engagiert, damit diese sich für sie in Warteschlangen stellen. Dabei geht es beispielsweise um das Anstehen für Konzertkarten, gefragte Produkte wie iPhones oder Sneaker oder auch um das Anstellen in Behörden. Ein professioneller Ansteher spart dem Kunden also Zeit und Mühe und gibt ihm die Möglichkeit, seine Zeit sinnvoller zu nutzen. So einfach der Job auch klingt, man braucht definitiv Durchhaltevermögen, denn professionelle Ansteher müssen oft stundenlang stehen und warten. Wenn euch dieses Video über 8 bizarre Jobs, die es tatsächlich gibt, Ja, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ja, gib mir ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.